In diesem Video zeige ich dir, wo du die untote Krone herbekommst. Diese Krone ist speziell für den Totenbeschwörer oder auch genannt Necromancer gedacht. Warum? Weil sie plus 3 zur Skelettbeherrschung gibt. Was ist das? Das ist diese Fähigkeit hier links oben. Deine Skelette werden mehr Schaden und mehr Leben haben. Außerdem hast du auch noch erhöhten Schaden und verbesserten Angriffswert gegen Untote, verbesserte Verteidigung und dann noch plus 50 Giftwiderstand. Ich bin hier im ersten Akt auf dem Schwierigkeitsgrad Albtraum. Wir gehen wieder zum Wegpunkt und wir gehen zu den Katakomben Ebene 2. Das ist der Wegpunkt. So, also, wir müssen hier die vierte Ebene aufsuchen. Warum? Weil in der vierten Ebene wartet ein Boss. Das ist die Andariel und sie kann diesen Gegenstand droppen. So, ich laufe hier mal komplett durch, um dir zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Das nehmen wir mal mit. Ich könnte hier zwar durchteleportieren, aber ich möchte das in voller Länge zeigen, damit das auch wirklich jeder versteht. So, wir sind hier Ebene 3. Gleich sind wir Ebene 4. So, die Elite-Gegner auch töten. Wir können auch was droppen. Also die nicht auslassen. So, nichts gedroppt, nichts Gutes. So, dann kurz die Schamanen hier töten, damit die uns hier nicht stören beim Bossfight. Ich bin noch nicht so stark mit dem Charakter. Deswegen muss ich hier alle Gegner töten. Aber wenn du stark genug bist, dann kannst du hier einfach durchmarschieren. Ganz easy peasy. Okay, so, rechts ist auch nochmal ein Schamane. Hier sind auch manchmal noch Elite-Gegner, die auf jeden Fall töten, die können alle was Gutes droppen. So, hier ist schon der Boss, hier ist die Andariel. Und sie kann diesen Gegenstand droppen. So, die hält echt viel aus. So. Zack, farm Andariel so lange ab, bis sie den Gegenstand droppt. Und noch ein kleiner Tipp, bevor du anfängst, sie zu farmen. Achte darauf, dass dein Bonus auf magische Gegenstände hoch ist, so hoch wie möglich. In meinem Fall habe ich 203%, ein guter Bereich ist so zwischen 150 und 200%. Warum ich das empfehle, ist aus dem Grund, weil je höher dein Bonus auf magische Gegenstände zu erhalten ist, desto leichter und schneller bekommst du braune Gegenstände und Z-Gegenstände. Jetzt zeige ich dir noch einen Ausschnitt, wie der Gegenstand bei mir droppt.